Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Ich bin ein riesen Airbnb-Fan und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Gehe jetzt auf www.dnx-berlin.de/Airbnb und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer Folge der Lifehacks Show aus Bonn. Ich bin hier gerade in Bonn auf einem Seminar beim Neurowissenschaftler Dr. Joe Dispenza und es ist einfach der Hammer. Bevor wir loslegen, eine Bewertung, die reingekommen ist von RNYWNDRLCH. Kein Plan, warum ich das jetzt auf Englisch vorlese. Vielleicht, weil ich heute den ganzen Tag Input vom Dr. Joe Dispenza, der Amerikaner ist, auf Englisch bekommen habe. Also auf jeden Fall nicht so wirklich zu lesen. RNY, wunderlich oder so. Vielen Dank für diesen Hammer-Podcast. Jeden Morgen neuer Input, der mich weiterbringt und motiviert, Dinge zu ändern und neue Projekte an den Start zu bringen. Immer wieder kommen mir beim Hören neue Ideen und ich bin überwältigt von der Vielzahl an tollen Möglichkeiten, die hier nicht nur angesprochen, sondern auch mit so unfassbar vielen Tipps versehen werden. Es motiviert mich, die Dinge einfach anzupacken. Auch die Community ist der Burner. Hilfe, wenn man sie braucht. Das kannte ich bisher so nicht. Danke, danke, danke und weiter so. Ich bleib auf jeden Fall dran und freue mich auf jede neue Folge. Danke, mein Lieber. Das ist doch Motivation pur. Und wenn du mir noch keine Bewertung abgegeben hast, dann hol das bitte schnell nach unter podcastbewertung.de. Ich lese jede Bewertung und es hilft, dass die Show besser gefunden wird und es hilft mir, die Show noch besser zu machen. Alright, lass uns einsteigen in den Content von heute. Und zwar ging es heute an Tag 3, war das jetzt schon. Wir haben heute Freitag an Tag 3 schon relativ früh los, nämlich um 6 Uhr morgens mit einer Walking Meditation. Und eine Walking Meditation muss man sich so vorstellen, dass man sich an einem Treffpunkt in einem Park trifft. Das war jetzt in Bonn in der Nähe von dem Robert-Schumann-Platz und dem Maritim-Hotel. Ich weiß gar nicht, wie der Park heißt. Auf jeden Fall war es ein ganz schöner Park. Vor allen Dingen, weil er so ein paar Anhöhen hatte und so ein paar Tiefen, wo man dann quasi ins Valley, in so ein Tal runtergehen konnte und dann wieder höher. Und da ist natürlich dann auch genau um die Uhrzeit so die Sonne dann hinter den Baumwipfeln hochgekommen. Und jeder hatte so sein Device dabei, sein Smartphone. Und dann gibt's eine App vom Dr. Joe, die dann die Meditation abspielt. Und das war einfach mega, mega ergreifend. Also angefangen hat's dann mit einer kleinen Einführung, wo du dich dann quasi mit deiner Energy, du raise deine Energy, du erhöhst deine Energy, um dich mit dem Universe zu verbinden und dann gehst du los und setzt klare Intentions für deine Future, bleibst dann wieder stehen, machst eine Meditation im Stehen mit Augen zu und dann gehst du wieder weiter und gehst aber genau quasi, du gehst wie dein Future Self dann durch die Gegend, also no matter what, mit klarer Intention. Und dann stell dir das mal vor, der Meurer, die Haargarten und 1498 andere Walking Meditator am frühen Morgen um 6 Uhr in dem Park in Bonn. Als Bild war einfach der Hammer, ne? Da die ganzen Leute zu sehen. Ich habe auch noch Sungazing gemacht, also in die Sonne dann genau reingeschaut, habe diese Energy gespürt, habe die Meditation auf dem Ohren gehabt, bin durch den Park gegangen, habe die Natur in mich aufgesogen und es waren so geile Eindrücke und ich habe die Zukunft so klar vor mir gesehen. Ich habe gesehen, wie groß das alles noch wird und wie klein ich eigentlich gedacht habe, wie riesig die ganze DNX-Bewegung wird, was wir für riesige Hallen, Stadien auf der ganzen Welt füllen und wie weit das noch darüber hinausgeht als nur das ortsunabhängige Arbeiten, sondern die ganze Consciousness von den Menschen zu raisen, also das Bewusstsein von den Menschen, nicht nur im Bereich Arbeitswelt der Zukunft, sondern überhaupt alles, was Spiritualität angeht, was Gesundheitssystem angeht, was die Bildung angeht, was Collaboration angeht, was Joint Ventures angeht, Relationships, Sport, Nutrition, Health, hatte ich gerade schon mit Gesundheit, also all diese holistischen Themen, wo wir gerade ja auch immer mehr in die Breite gehen und das ist genau diese riesengroße
diese riesengroße Vision, weil ich spüre und weiß, dass die Welt ready dafür ist und nur so das absolute Chaos auf Erden verhindert werden kann. Also das war auf jeden Fall meine Future, die ich so gesehen habe und die ich so ganz klar dann auch affirmiert habe. Um 9 ging es dann los mit den ersten Lectures und mit den ersten Workshops. In so einem riesen Ballsaal ist das dann auch so mit Oberrang und Unterrang. Also schon impressive. 1500 Leute müssen ja auch erstmal irgendwo Platz finden. Und was ganz cool ist so, damit es frühmorgens nicht so einen Run auf die besten Plätze ganz vorne gibt, haben die so ein Losverfahren. Und wenn du dann reingehst, ziehst du einen Chip. Und gestern hatte ich die Zahl, ich glaube, ich war an Tisch 21 und der Tisch hieß Brave. Heute war ich an Tisch 16 und der Tisch hieß Alchemy. Und so wirst du dann quasi an den Tisch geseatet. Trotzdem ist es noch ganz gut, früh da zu sein. Das mache ich auf jeden Fall immer. Also wenn ich dann auch so viel Geld investiere in so einen Workshop, dann gehe ich all in. Bin also meistens dann auch schon über eine halbe Stunde früher da, um dann wenigstens außen sitzen zu können, weil ich sehr gerne nicht auf dem Stuhl meditiere, sondern auf dem Boden. Also ich connecte mich dann immer gerne quasi direkt mit dem Ground. Und da bringen dann Leute ihre Yogamatten mit. Und ich habe heute ein Handtuch mitgehabt, so um dann sich einen Platz zu reservieren. Aber irgendwie hat auch jeder Platz. Aber es ist besser, so am Gang zu sein. Dann liegt man da nicht so ganz übereinander. Man macht nämlich auch so Laying Meditations, also im Liegen. Gerade ganz am Ende, wenn du dann wieder in die 3D-Welt zurückgeholt wirst. Und da ist ganz gut, wenn du genug Space hast und genug Platz. Also es war echt krass, ein krasser Start in den Tag. Und morgen früh geht's auch schon wieder direkt weiter mit der zweiten Walking-Meditation. Ah ja, was ich noch sagen wollte, 1500 Leute in dem Park. Und der Dr. Joe hat dann gesagt, dass wohl auch irgendwelche Presseteams dann da aufgetaucht sind vom Fernsehen oder von den News, weil die überhaupt nicht klargekommen sind, was da auf einmal los war mit wortwörtlich mit den Aliens, die da auf einmal alle standen, mit Kopfhörern drin, in die Sonne gestarrt haben und die Augen zugemacht haben, wieder losgegangen sind, wieder stehen geblieben sind. Musst du dir mal vorstellen, was das für ein Bild gewesen sein muss, so für die Leute. Ich habe ein paar gesehen auf dem Rückweg, die sind dann gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Die, ich glaube, die sind nicht mehr klargekommen. Die dachten, was geht denn hier ab? Aber es war, wie gesagt, geil. Und dann, ja, mega viel gelernt heute wieder. Es ging wieder ums Quantum Field. Und wir haben auch wieder meine Lieblings-Kundalini-Atemtechnik gemacht. Also ich hab's mir wieder besorgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Zweimal hatte ich diesen krassen Orgasmus im Kopf, wenn du die verschiedenen Chakren unten abdrückst und dann deine Zirbeldrüse quasi wieder aktivierst, die Kristalle, die zwischen den beiden Brainhälften sitzen, kannst du aktivieren, indem du die verschiedenen Chakras, also das Root Chakra, zweite, dritte, vierte sitzt in der Brust, fünfte ist oben Thyroid Chakra, sechste ist im Kopf, wenn du die nacheinander abdrückst, die ganze Energy nach oben quasi pulst und dann squeeze, also dagegen drückst und dann ist es bei mir so, dass ich die Zirbeldrüse so aktiviert bekomme, dass ich da einen echten Breakthrough habe, eine Connection nach oben. Und bei mir ist das dann so, oder drückt sich so aus, dass ich dann echt krasse Zuckung habe. Das sind so Energy Blocks, die freigesetzt werden. Die sind nicht mehr ganz so krass wie im Mai beim allerersten Mal. Ich glaube, und das sind immer alles negative Emotionen, die man noch in sich hat. Das könnte vielleicht sein irgendwie Anger oder Hass oder Frustration oder Guilt, also Schuld. All diese Sachen, die sitzen irgendwo ganz tief fest und die wurden da released. Und da war es nicht mehr ganz so krass, aber ich merke diese heftige Energie. Also ich fange voll an zu schwitzen, meine Hände sind so heiß. Ich habe heute auch so ein Hoodie mitgehabt, weil die regulieren die Halle immer relativ weit runter bei so vielen Menschen. Muss man das wohl machen. Das war bei Tony Robbins auch so. Und dann ist am besten, sogar als kleiner Tipp für Workshops mit vielen Leuten, dass man sich so ein Zwiebelsystem anzieht. Also ich habe ein T-Shirt an, dann hatte ich einen Longsleeve und darüber dann mein Hoodie. Und den hatte ich dann mit Kapuze auf, um so voll in the game zu sein, in the zone. Und ich habe gedampft, Alter. Also ich habe wirklich was Sinnes gedampft nach der Atemtechnik. Mir war so heiß, so warm. Und ja, die Meditationen heute waren wieder richtig geil. Wie gesagt, die Walking Meditation, dann hatten wir die heute die vor dem Mittagessen, wo du dich mit dem Quantum Field connected hast. Man hat sich ein Objekt heute quasi im Quantum Field created. Ich verrate noch nicht, was das für ein Objekt ist. Verrate es aber, sollte es in mein Leben treten. Das ist so out of,
ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, hat eigentlich auch überhaupt keine Connection so wirklich zu mir, aber vielleicht hat dann, wenn es auftaucht, das irgendwas mit meinem Leben zu tun. Von daher, ich kann mir echt nicht vorstellen, wo es mal irgendwann auftauchen sollte. Actually habe ich mir zwei Sachen created und ja, weil ich wusste nicht, was ich createn sollte. Ne? So ein Beispiel war irgendwie Hummingbird, ein Kolibri ist dann irgendwann reingeflogen in die Halle bei jemandem, der sich ein Kolibri quasi created hat. Oder Tiere, Gegenstände, sprechende Fische oder sowas, das ist alles schon passiert, die dann in anderer Form irgendwie ins Leben treten. Wie beispielsweise Feli ist super, super gut im Createn. Und sie hat irgendwann mal gesagt, ich create jetzt einen sprechenden Fisch. Und ich so, Alter, wie soll das denn funktionieren? Und irgendwann ist ein YouTube-Video aufgepoppt, was ich zufälligerweise mit ihr geteilt habe, ohne zu wissen, dass sie vorher diesen sprechenden Fisch created hatte in ihrem Kopf, im Quantum Field. Und da ging es um Animal Communication und Anna Breitenbach, die ist führend im Bereich Tierkommunikation, so heißt es auf Deutsch. Und das ist auch super spannend, das Thema, will ich auch noch tiefer reingehen. Und die hat mit Haien kommuniziert, das ist auch super spannend gewesen. Da ging es nämlich darum, warum Haie auf Surfer zum Beispiel manchmal losgehen und zum Beispiel eher seltener auf Kitesurfer. Also es hat was mit der Energy auf dem Wasser zu tun und in dem Kompetitiven, gerade bei Wettkämpfen passiert das zum Beispiel oft. Aber so kann man dann Sachen createn und ich hatte keine Ahnung, was ich createn sollte. Und dann in der Meditation selber habe ich einfach mal, du bist dann in diesem, quasi im Quantum Field, was einfach nur schwarz ist, und habe gewartet, was passiert. Und dann sind mir diese beiden Gegenstände zugeflogen und ja, jetzt bin ich ja gespannt, wann die in mein Leben kommen. Ja, gelernt haben wir auch wieder viel, gerade auch über E gleich MC Quadrat, Relativitätstheorie von Albert Einstein, der gesagt hat, the field is the sole governing agency of the particle. Das heißt, the field controls the particle. Und das ist der Grund, warum es funktioniert, dass du in dem Field, in dem Quantum Field, materielle Dinge createn kannst, also Partikel, die dann irgendwann feststofflich werden in unserer dreidimensionalen Welt, in der Third Density. Und das Quantum Field, das sitzt oben in der Fifth Density. Und das ist echt spannend, gerade auch, wenn man mal den Bereich sieht, was ist eigentlich Zeit? Zeit wird nur durch Space in der 3D-Welt definiert. Das heißt, wenn ich von A nach B gehe, brauche ich dafür eine bestimmte Anzahl von Zeit. Aber diese Zeit, die kann nur definiert werden dadurch, dass man Space definieren kann, also von A nach B geht. Und in der Fifth Density wird ist Time gar nicht mehr existent, weil alles schon da ist. Also alles ist quasi gleichzeitig schon da, was in deinem Leben noch reinkommt, dein Future Self, was ich zum Beispiel heute Morgen affirmiert habe und gesehen habe bei der Walking Meditation, das ist schon da. Diese gefüllten Hallen in Johannesburg, in London, in Berlin, in Indien, in Australien, die sind alle schon da, weil es gibt keinen Raum und keine Zeit im Quantum Field. Und das ist das Spannende. Und dann ging es nochmal um darum, wie die verschiedenen Dimensionen aufgebaut sind und zum Beispiel Zeit, die dann ganz linear ist und einfach daran festgemacht wird, dass du einmal im Jetzt bist und dann gibt's den Past und es gibt die Future und das ist dann alles predictable. Ganz oft versuchen die Menschen die Zukunft zu predikten, dadurch, dass sie Trigger und Referenzpunkte im Past haben. Und das Spannende ist jetzt, das Gehirn kann, das Brain kann nicht unterscheiden, ob du die Sachen selbst schon gesehen hast, visualisiert hast, quasi created hast im Quantum Field oder ob es wirklich schon passiert ist. Für das Gehirn ist das der gleiche chemische Prozess. Und deshalb lohnt es sich, so viel Arbeit da reinzustecken, wie ich es tue, und jeden Tag zu meditieren und sich Sachen zu visualisieren und affirmieren und quasi die Zukunft selber zu createn, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob die Sachen, die ich jetzt in der Zukunft mir visualisiert habe und vorgestellt habe, ob die schon passiert sind oder nicht passiert sind. Und no matter what, das Gehirn nimmt das dann für bare Münze und du gehst automatisch, du ziehst quasi, du musst gar nicht dahin gehen, du ziehst quasi diese Zukunft dann automatisch zu dir an. Und das Spannende ist, du kannst das aber nur tun, wenn du in das Quantum Field reinkommst, gedanklich und energetisch. Und darum gibt es dann diese Breathing-Techniken mit den Chakras, die abgeklemmt werden, um einmal energetisch hochzukommen und um deine Frequency hochzukriegen,
musst du in ein State, in ein Elevating Emotional State, nennt sich das, kommen. Und da musst du dann in Frequenzen kommen, die hoch sind. Und das ist zum Beispiel Gratitude und Love. Die haben eine sehr, sehr, sehr hohe Frequenz. Je nachdem, was für eine Skala man anwendet. Es gibt eine, ich weiß nicht, von wem die kommt. Da ist Love zum Beispiel 900 und da schwingt dann Kriege oder Frust und Militär und sowas, schwingt da auf 150 oder auf 200. Das heißt, die höchsten emotionalen Stufen sind Love und Gratitude. Und wenn du das schaffst, dann bist du in diesem Quantum Field drin. Also das ist quasi deine Bridge, deine Brücke in deine Awareness, in die Consciousness. Und dann bist du irgendwann von someone, somebody, somewhere in some time, also definiert über deine Vergangenheit, über deine materiellen Dinge oder den Vergleich mit anderen Menschen, gehst du dann quasi von dem Universe ins Multiverse. Und da bist du auf einmal dann nobody, no one, nowhere und in no time. Und in diesem Unified Field, in diesem Quantum Field, geht es dann darum, dass du irgendwann in diese Fifth Density dann weitergehst. Und das ist das sogenannte Divine Erleuchtung. Es gibt ganz viele Ausdrücke dafür, God State oder so. Und das sind die Menschen, das sind ganz, ganz wenige auf dieser Welt. Man schreibt es zum Beispiel Nelson Mandela zu, der ein God State gehabt hat, oder Mutter Teresa oder so. Das sind dann die Menschen, die wirklich die Eins sind, die diese Oneness haben mit allen anderen. Und die sind dann everybody, everyone, everything, everywhere, in every time. Das heißt, sie fühlen sich so connected und so verbunden mit allen anderen Menschen, mit der ganzen Welt, dass alles andere weg ist, dass zum Beispiel Ego gar nicht mehr existent ist. Und das ist sau, sau spannend, wie ich finde. Gib mir mal bitte Feedback gerade jetzt zu diesen Folgen beim Joe Dispenza. Ich weiß, das ist für Leute, die jetzt da noch nicht so tief drin sind oder sich noch nie damit beschäftigt haben, ganz schön neuer Stuff. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Also erstmal ist es, glaube ich, für viele nicht greifbar, aber dadurch, dass man dann Erklärungen dazu bekommt, macht es das hoffentlich ein bisschen greifbar, indem ich euch jetzt hier mitnehme. Also gib mir mal Feedback, wie das überhaupt bei dir ankommt, ob du dir da überhaupt schon mal was drunter vorstellen kannst, daran gedacht hast, was da noch alles ist und wie Gedanken entstehen, wie überhaupt Dinge entstehen. Genau. Und weiteres spannendes Takeaway ist, dass in der Meditation selber gibt es eigentlich nur einen Weg dahin zu kommen, nämlich Accept, Believe und Surrender. Und sobald du anfängst, quasi wieder in die 3D-Welt einzuchecken und an deinen Nachbarn zu denken, an deine Freundin, an deinen Ex-Mann, an dein Auto, an dein Smartphone, whatever, also in der Welt, in der wir gerade leben, bist du wieder raus aus den Gedanken und dann kannst du auch ganz schnell wieder rausfliegen. Aus der Dimension, in der du gerade energetisch und emotional gewesen bist. Also wichtig ist, sich da voll drauf einzulassen und nicht zu hinterfragen oder zu sagen, boah, krass, was ist denn hier passiert? Das kann ich mir aber gerade nicht erklären. Oder was ist das überhaupt so? Und wenn du das in Frage stellst, dann bist du wieder raus. Und Surrender kann man sich so vorstellen, das ist wie im Meer, wie im Ozean, wenn man sich so auf den Rücken legt im Salzwasser, kennst du vielleicht auch, dann bist du erstmal, gehst du unter und bist schwer. So, aber wenn du dich surrenderst, also wenn du dich drauf einlässt und dem völlig hingibst, dann und quasi das Vertrauen hast und dich einfach auf den Rücken legst und guckst, was passiert, dann wird deine Density, du selber, deine Dichte, deine Körperdichte, die wird leichter. Also deine Kilozahl wird leichter und deine Density, die ist nicht mehr so dense, nicht mehr so hoch, genau, die wird niedriger, die Dichte, die Körperdichte. Und dann auf einmal kannst du auf diesem Wasser schwimmen, also echt ein spannender Test, kannst du mal selber machen, wenn du mehr bist, dich auf den Rücken legen und dich einmal nicht drauf einlassen, denken, das funktioniert nicht, oder ein bisschen strampeln mit dem Bein, du wirst absaufen, aber sobald du das Vertrauen da drin hast, dass dich die Wasseroberfläche das Wasser tragen kann, erniedrigt sich die Density so und du schwimmst dann auf dem Wasser. Ja, und ganz am Ende jetzt, sag ich mal, heute Nachmittag, sind wir dann das erste Mal unsere Mindmovies durchgegangen. Das hat Feli in der ersten Folge, ist in den Shownotes verlinkt, auch mal kurz erklärt, wie das funktioniert. Da baut man sich quasi so eine Vision für die Future zusammen. Sowas wie ein Vision Board, aber als Movie.
Und da hast du dann deine Family drin, du hast deinen Job drin, du hast dein Business drin, du hast Health drin, du hast Relationship drin, du hast Spirituality drin, bei mir ist noch Sport drin, bei mir ist die DNX Island ist da drin, Green Smoothies sind da drin, dass ich eine Green Smoothie Flatrate zum Beispiel später mal haben werde, egal wo ich bin, immer meine Green Smoothies krieg und so weiter. Und damit schaffst du dir quasi auch deine Zukunft. Und wir haben dann eine Meditation gemacht und diesmal auch mit einer anderen Atemtechnik aus dem Pranayama-Yoga, wo dann alles in das vierte Chakra ging, in dein Brustchakra, da wo auch das Herz sitzt. Das heißt, du verbindest dich erstmal mit dem Root und klemmst dann wieder die Chakren ab und hältst aber die Energy dann in dem vierten Chakra und verbindest dich dann auch nach oben ins Universe und holst dann über das achte, siebte und sechste Chakra dann diese Energie auch wieder in das Brustchakra rein. Und da fängst du dann an, deine Zukunft zu createn und in einen Trance-Zustand zu gehen. Es gibt ja verschiedene Brainwave-Zustände. Meistens sind wir im Beta. High Beta gibt es zum Beispiel auch, wenn du Stress hast oder sehr, sehr angestrengt irgendwo zuhörst oder aufpasst. Und Beta ist zum Beispiel, wenn du auf dem Workshop bist und Input kriegst. Beta sind wir eigentlich so die meiste Zeit des Lebens. Alpha ist dann, wenn du ein bisschen relaxter bist. Die meisten sind in der Meditation in Alpha. Ich kann mittlerweile in Theta gehen bei Meditation. Das heißt, der Körper ist dann schon so ein bisschen so im Schlafzustand und dein Geist ist aber noch total hellwach. Und bei Trance bist du dann im Delta-Zustand. Und diesen Delta-Zustand und den Trance-Zustand haben wir erreicht, dadurch, dass vorne auf Monitor so ein Kaleidoskop lief. Und das hat man dann ganz bewusst reingeguckt und sich aber voll drauf eingelassen und hat sich quasi hypnotisieren lassen, um danach dann wieder sein Mind-Movie zu gucken in dem gleichen State und dann wieder in die Trance zu gehen. Und das war echt super, 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 super spannend. Alright, Leute, ich muss langsam Schluss machen, weil morgen geht's auch schon wieder früh weiter. Müssen 5 Uhr aus dem Bett, 6 Uhr gibt's Walking Meditation. Haben jetzt auch schon über 20 Minuten Input zu Dr. Joe Dispenza gehabt. Alles klar. Wenn du mir noch keine Bewertung gegeben hast, gib eine Bewertung. Ansonsten DNX-Tickets, Crazy Bird wird bald zugemacht. Das Kontingent ist erschöpft. Wir haben mega heftige Speaker für 2018 am Start. Die werden bald announced. Schlag auf jeden Fall zu. Es gibt nichts Besseres als das DNX-Event, wenn du jemand bist, der in seinem Leben was verändern will, egal auf welcher Ebene. Also es geht um viel, viel mehr als nur Online-Business, wie du vielleicht an dem Podcast auch schon gehört hast. Und ich freue mich über jeden, den ich dann in Berlin sehe. Alright, Leute, wir hören uns dann morgen wieder mit einer neuen Folge der Lifehacks Show. Bis dann. Peace and out. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch 3 Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von anderen Lifehackern und angehenden digitalen Nomaden. Und drittens, geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/news und trag dich in den kostenlosen Newsletter ein. Dort bekommst du meine 7 Erfolgsgeheimnisse und einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX in Berlin. Alle Infos zur DNX und das Programm findest du auf www.dnx-berlin.de. Peace and out.